Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben heute Montag, den 11. Oktober, morgens um 8:30. Ich wünsche euch einen schönen Tag und vor allen Dingen einen schönen Start in die neue Woche. Guten Morgen. So sieht eine Mutter aus, die sich gerade selbst ins Knie geschossen hat. Ja, als erstes Haare nach hinten gebunden, immer noch dieses Oberteil an, dieses Arbeitsshirt. Heute wird die durchgezogen. Ja, und zwar, ich denke mal, jeder kennt solche Ecken, wo Dinge liegen, hängen, stehen, die man schon Urzeit nicht mehr benutzt hat und jetzt einfach sagt, so, dann kommst du weg. Genau, das haben wir jetzt in den Ferien vor. Am besten noch am Anfang der Ferien, damit wir zum Ende hin auch alles schön haben. Das Schlafzimmer ist schon fertig, das habe ich schon gemacht. Dann habe ich die Kinder heute Morgen angesprochen, wie das denn aussieht, ob sie ihre Kinderzimmer nicht mal gründlicher machen wollen. Ja, ich sage, das muss ja mal gemacht werden. Lenny trabte dann noch ab, nur von meiner Tochter habe ich Gegenwind bekommen. Kann ich verstehen. Ich brauche nur sagen Mädchen und ja, 7 Trilliarden Puppensachen, Barbie-Sachen und so weiter. Ich kann sie verstehen. Aber trotzdem, es muss ja gemacht werden. Da habe ich, wie gesagt, ordentlich Gegenwind bekommen. Und aber auch wir machen diese Ecken jetzt. Ich habe da ehrlich gesagt auch keinen Bock zu. Aber mich nervt auch, dass so viel rumsteht, was man halt nicht benutzt. Ja, und dann bin ich dann zu ihr rein und dann hatte sie gemeckert und dann geweint und da habe ich ihr dann erzählt, weil sie dann sagte, warum denn? Ich sage, du hast so viel Zeugs noch, wofür du schon zu alt und zu groß bist, sortier das doch mal aus, dann hast du doch Platz für Neues. Ich sage, bald kommt das Christkind, man weiß ja alles nicht und dann hörte sich das schon interessanter an, ja. Und dann wurde ich gefragt, ob ich ihr helfen kann. Ich wäre eine Rabenmutter, wenn ich es nicht tun würde. Und ich mache es ja gerne. Sobald ich oder solange ich sehe, dass mir geholfen wird, mache ich das gerne. Aber merke ich, Mutter macht und ich nicht mehr, dann habe ich da auch keine Lust zu. Ja, jetzt mache ich das hier unten eben grob, räume ich auf, alte Gläser weg, ne, Spülmaschine einräumen. Die Wäsche mache ich später. Wer weiß, was ich nämlich noch finde. So eine Socke hinterm Bett oder so, die mir schon seit Monaten fehlt. Ja, und dann gehe ich jetzt hoch und helfe ihr dann. Und dann machen wir so richtig von oben nach unten, dass da alles gründlich gemacht wird. Ich werde es mal tun. Bis später. Wenn ihr nichts mehr von mir hört, dann bin ich definitiv in Emmas Müll untergegangen. Ihr kennt ja auch Mädchen, 7 Trilliarden gemalte Bilder. Ja, sowas muss ich halt sortieren mit, ne? Aber das werden wir schaffen, das machen wir auch. Und am Ende sind wir stolz, dass wir das gemacht haben. Hallöchen, Hallöchen. Mein Gott, wird das jetzt dunkel, das wird jetzt gleich regnen. Deswegen bin ich so ein bisschen unterbelichtet hier. Wir haben 4:10 und der Udo ist jetzt ganz fleißig. Den ganzen Tag hat er nichts getan. Und jetzt geht... geht der Ratzi-Batzi, ist die Rübe ab. Er geht jetzt vorne der Hecke schneiden. Wir gehen jetzt gleich mal gucken. Ja, ja. Heute Morgen, nachdem wir schön gefrühstückt haben gemeinsam, kam ich auf die Idee, den Kindern zu sagen, die sollen ja... Nee, das habe ich schon vorher gesagt. Genau, ich wollte mal hier keinen Blödsinn erzählen. Ich habe morgens gesagt, wie sieht das aus, mit Zimmer mal gründlich aufräumen, ne? Ja, da war ja nicht so besonders. Die Kinder waren nicht so davon angetan. Immer noch weniger als der Lenny. Ja, und dann habe ich ja gesagt, komm, dann machen wir. Wenn ihr mich kennt, hasse ich Zimmer aufräumen. Bitte was, wenn? Wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr, dass ich Zimmer aufräumen hasse. Genau. Ja, und dann habe ich von einem Kind, was ja kein Spielzeug hat, was ganz arm ist, da habe ich mitgeholfen, das Zimmer aufzuräumen. Wie lange haben wir gesessen mit Unterbrechungen? Ne? Aber so richtig gearbeitet, glaube ich, haben wir 3 Stunden dran. Halleluja. Und die hat hier kein 12 Hektar großes Zimmer. Nee, nee. Wie viel Quadratmeter hat er? 15, glaube ich, 16. Irgendwie so.
Naja, auf jeden Fall haben wir das aufgeräumt, aussortiert, wirklich, was unvollständig war, was kaputt war, weg, was sie nicht mehr wollte, weg und also weg, was dann weitergegeben wird oder verkauft wird oder wie auch immer, da müssen wir noch gucken. Aber mittendrin habe ich gedacht, lieber Herrgott, hol mich hier raus. Naja, aber wir haben es ja geschafft, ne, immer. Ja. Gleich muss noch so ein Riesenkarton, also der ist größer, aber sonst seht ihr das ja nicht, Riesenkarton Papier noch raus. Ich glaube, wenn ich das in die Tonne schmeiße, zack, ist die voll. Ja, auf jeden Fall sind die Kinderzimmer jetzt aufgeräumt, das heißt Schlafzimmer ist aufgeräumt. Bei den Kinderzimmer jetzt kommt dann oben unsere Ecke noch dran. Die ist nicht ganz so schlimm, aber auch nicht viel weniger los. Ja, und wenn ich das hab, dann haben wir dann oben Dachboden, erste Etage und dann geht es hier unten los. Udo hat ein bisschen hier über den Herd die Gläser, die hat er alles sauber gemacht, so neu aufgefüllt und über dem Kühlschrank mein Backschrank. Also jetzt nicht mit den Backutensilien zum so wie Mehl und so, sondern da ist sind Förmchen drin und alles, was man so für diese Motivtorten und alles brauchte. Genau, das habe ich da drin. Das hat er auch aufgeräumt, wieder schön gemacht. Jo, jetzt sieht es hier noch ganz wenig chaosmäßig aus. Gewaschen habe ich auch noch nicht, das muss ich aber auch noch tun. Ja, genau. Und jetzt gleich wird die Emma hier, wir haben hier noch Blätterteig. Ich denke mal, das wird sie dann mit Nutella befüllen oder bestreichen. Sie backen, kochen. Genau, du hilfst immer gerne, ne? Ja, das wird die Emma dann gleich machen. Und jetzt gehe ich mal gucken, wie der Udo die Hecke schneidet. Also, er wird den Baum schneiden und die Hecke. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Zeig dich mal, Udo. Guckt euch dieses konzentrierte Gesicht an. Du brauchst dich nicht verstecken, Udo. Ich bin gespannt, wie es aussieht, aber ja, wie man sieht, wächst die Hecke schon so weit in den Weg rein, dass wenn die nass ist und du da vorbeigehst, klitschnass bist. Ja, ich zeige euch dann nachher Bild. Guckt mal, wie akkurat das geschnitten ist. Und hier kommt man jetzt auch wieder lang, ohne dass man nass wird. Und hier haben wir auch auf einmal wieder, was ist denn für ein Vogel, eine Möwe? Wir sind an der See. Und ja, hier dieses Bäumchen wurde geschnitten und die Hecke. Und da ist auch wieder Platz zwischen. Und da sieht man meinen Forsythienstrauch, ne? Genau, der sieht zwar ein bisschen traurig aus, der muss noch gegossen werden, aber sonst richtig schick. Bisschen braun, aber trotzdem schick. Da sind die fertigen Blätterteig, wie nennt man die Blätterteig? Nutella-Streifen, die Emma gemacht hat. Super lecker. Guten Morgen. Wir haben heute Dienstag, den 12.10. morgens um 7:30. Wir haben 9 Grad oder so. Es ist frisch. Ja, gleich soll es anfangen mit Regnen. Und für mich fängt es jetzt endlich gleich an mit Wäsche waschen. Bin ich ehrlich, da habe ich gestern Abend keine Lust mehr zu gehabt. Aber so ist das. Ja, für mich heißt es heute Wäsche waschen. Hier unten geht's weiter. Und ja, schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis später. Hier hat man schönes herbstliches Licht, richtig schön romantisch. Und wenn man jetzt hier so rüber schwenkt, hat man sogar herbstliches Wetter. Wir haben 11:45 und wir räumen immer noch. Man meint, wir haben hier, was weiß ich, wie viel Quadratmeter Wohnfläche, aber dann räumst du von links, dann räumst du nach rechts, dann guckst du, sortierst währenddessen aus und bist dir dann immer noch unschlüssig, ob du pellst oder nicht. Ja, so geht uns das. Der Udo hängt da oben gerade in der Ecke, wo unser Kleiderschrank, wir haben ja wirklich nur ein Schränkchen in meinem Kommode,
Der eine hat die Klamotten im Schrank und der andere so obendrauf und drin. Und das ist alles nix. Jetzt haben wir geguckt, wie wir das da oben in der Ecke machen werden. Mit Kleiderbügel, Ablagefläche, sind uns da auch noch nicht schlüssig. Aber erstmal müssen wir die Ecke ja mal aufräumen. Also die ist jetzt nicht wirklich groß, aber man muss ja dann sinnvoll gucken, wie man das alles verstaut. Ja, dann haben die Kinder ihre Schränke gemacht, dann gleichzeitig auch schon aussortiert, was passt, was nicht passt. Dementsprechend sind da auch Klamotten zusammengekommen, die wegkommen. Und ja, das Wohnzimmer, da muss ich jetzt noch Staub putzen. Ich bin nebenher am Waschen, muss die Sachen gleich noch aufhängen. Ja, ich denke, heute wird es so weit geben wie Pfannkuchen oder so, oh, schätze ich mal. Und ja, das heißt also weiter räumen, waschen. Die Männer sind nachher weg zum Fußball, also habe ich da sogar noch ein bisschen Ruhe. Und ja, in manchen Räumen ist echt Chaos. Also seid froh, dass ihr so einen schönen Hintergrund habt. Oder den gerade bei mir seht, hier ringsrum, das ist katastrophal. Aber wir wissen ja, irgendwann ist das Ende zu sehen. Ich hoffe ja morgen. Und aber dann haben wir wieder wirklich alles rein in jeder Ecke und Sachen, die da nicht hingehören, gehören dann eben woanders hin. Ist wieder alles dann an seinem Platz und ja. Genau, hat sich die Arbeit dann auf jeden Fall gelohnt. Außerdem regnet es draußen die ganze Zeit. Es ist kühl, wir haben 11 Grad. Also ich finde es frisch. Von daher, was soll man dann anderes machen, als die Bude gründlich aufräumen? Ja, sonst habe ich eigentlich gar nicht wirklich viel zu berichten. Denn ich sitze es halt nichts anderes wie räumen, räumen und räumen. Ja, ich werde jetzt hier den Tisch freiräumen und dann gebe ich, oh, ich denke mal in einem Stündchen ein Mittagessen und danach geht's weiter. Die Blumen werden gegossen, aber da hinten wird es schon wieder hell. Hat auch Vorteile. Guten Morgen, wir haben heute Mittwoch, den 13. Oktober, morgens um 7 Uhr. Hier sind schon schöne Zeichen im Himmel geschnitzt. Ja, es ist ganz schön kalt, wir haben 4 Grad. Wenn ich rede, da qualmt das ganz schön. Nichtsdestotrotz, ich wünsche euch einen schönen Tag, vor allen Dingen einen schönen Wochenteiler. Emma hat heute ihre kreative Ader freigelassen und hat im Herbst ein Salami-Häschen gemacht. Der wird bestimmt schmecken, oder? Mhm. So, die Kinder backen hier jetzt leckeren Bienenstich. Das Rezept ist neu, das testen wir jetzt einfach mal. Und ja, mal gucken, was draus wird. Hallihallo, Hallöchen. Wir haben, Steffi, da brauchst du auf die Uhr nicht gucken, wir haben Schande über unser Haupt die Batterie noch nicht gewechselt in Uhr. Ich glaube, wir haben so nach 2, also nach 14 Uhr. Ja, irgendwie so. Wir haben auf jeden Fall mittags. Ja, wir haben heute mal nicht aufgeräumt, also natürlich, klar, normal, der normale Wahnsinn, aber jetzt nicht gründlich weitergemacht. Wäsche trocknet noch auf dem Wäscheständer oder auf den Wäscheständern, so. Die Handtücher bin ich nebenher auch noch am Waschen und am Trocknen, im Trockner. Und ja, wir waren heute Morgen zusammen schön, also erstmal haben wir hier gefrühstückt und dann waren wir einkaufen. Ja, und dann haben wir dann vorher geguckt und meine Monsi, also meine Küchenmaschine, die hat neue Rezepte drin gehabt und da war ein Bienenstich drin. Da habe ich gedacht, das hört sich doch lecker an. Ja, nee, aber das dauert 4 Stunden jetzt mit Wartezeiten. Ja? Also das ist eine Stunde Wartezeit und da eine 15 Minuten und da eine halbe Stunde. Ne? Aber schon, ja,
Ich bin gespannt. Ich lasse mich überraschen. Es riecht gut. Bisher läuft es hoffentlich auch gut. Und wir lassen uns überraschen, wie es dann auch schmecken wird. Ja, wie gesagt, der ganz normale Haushalt und alles ist natürlich gemacht worden. Und ja, das Wetter, das ist so zwischen mal Sonne, mal bedeckt, ist alles mit dabei. Ich dachte, mein Wecker geht. Ja, sonst kann ich gar nicht wirklich viel Neues berichten. Ist nicht wirklich viel passiert. Ich werde euch den Kuchen zeigen, egal was raus geworden ist. Und ich denke mal, wir lassen uns einfach mal überraschen. Und ich glaube, heute passiert auch nicht wirklich viel mehr. Dem Udo geht es nicht ganz so gut. Der hat wieder ordentlich Rücken. Und ich habe eine Müdigkeit, aber das mich ärgert hat, was mich wirklich ärgert ist, aber da merkt man hat so eine Ruhe. Wir haben Urlaub, Ferien, wie auch immer, müssen nicht früh raus und ich bin morgens um kurz vor 6, was ich sonst auch nie bin, sagt mein Körper mir schon zum ersten Mal, hör mal, guck mal auf die Uhr. Ja, heute Morgen war ich auch wieder ich glaube, 6:30 raus. Ja, jetzt überlege ich echt, ob ich euch schon guten Morgen gesagt habe. Ich meine aber wohl. Ja, Akku, ist noch halb voll. Halb leer, kann man sehen, wie man will. Noch halb voll. Und ich sehe gerade, Udo hat wieder sein Handtuch hier aufgehängt zum Trocknen. Das ist was. Ja, sonst werden wir einfach mal sehen, was noch zu berichten ist, was noch ansteht oder auch nicht. Vielleicht habe ich ja gleich noch Lust, das Esszimmer ordentlich zu machen. Wir werden sehen, wir munkeln oder wir machen heute einfach mal Pause und morgen geht's weiter. Genau, ich sage einfach mal bis später. Da ist der fertige Bienenstich, allerdings zu spät für heute. So sieht er aus. Ja, das hat jetzt mit Wartezeiten und allem, ich glaube, etwas über 4 Stunden gedauert. Ja, ich bin gespannt, wie es schmeckt. Da werde ich euch dann, denke ich mal, morgen berichten. Und ja, heute gibt es hier nichts mehr Neues. Wir haben mittlerweile kurz nach 19 Uhr. Und ich wünsche euch jetzt einfach einen schönen Restmittwoch. Passt gut auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss.